Ahoi, Weihnachtsmänner und Weihnachtsfrauen. Willkommen, liebe Tetrapackies, hier zurück im Fernbus-Simulator. Jawohl, wir übernehmen heute die Route von München nach Nürnberg, die Route zum Christkindlmarkt, eine kleine Weihnachtsshopping-Tour, jawohl. Und dafür springen wir auch hier direkt in unseren neuen Komfort-Class. Zack, starten wir das ganze Ding. Musik springt auch sofort an. So. Moment. Haben wir alles richtig? Das haben wir an, jawohl. Flashbase FM läuft. Was haben wir denn hier alles? Leselampe. Ne. Das machen wir komplett an. Küchenfreigabe. WC. Jawohl. WLAN. Was ist das? Fahrer? Keine Ahnung. Zielanzeige hat man eingeschaltet. Ich würde sagen, soweit. Hey, lassen wir mal an. Aha. Okay. Na gut. Dann lasst uns doch einfach mal loslegen. Und dann schauen wir mal, ob er ankommt. Ihr seht. Gehst du mal auf hier? So. Ihr seht, es ist sehr winterlich angehaucht hier alles. Oh ja. Und weihnachtlich geschmückt alles. Sieht fantastisch aus. Da kommt Weihnachtsstimmung auf. Driving home for Christmas sozusagen. Wobei ihr jetzt, na, erstmal die anderen Leute home driven. Ihr wisst ja, in Nürnberg wohne ich jetzt nicht. Oh. Durchs winterliche München. Jawohl. Wunderbar. Bis hierhin sieht das ja schon ganz gut aus. Na, ein paar random Blitze. Keine Ahnung, wo die herkommen. So. Hallo? So, wir müssen geradeaus hier. Mal gucken, bremsen wir auch schlechter? Ne, nicht wirklich. Keine Gefahr zu rutschen. Jawohl. Ja, also atmosphärisch ist diese Winterstimmung wirklich schön. Oder? Was sagt ihr dazu? Gefällt es euch? Mit den ganzen Lichterketten und Gedöns und Schnee und tralala. Oh, und jetzt mal aufpassen hier. Wir müssen gleich abbiegen. Schon mal den Blinker setzen. Vielleicht ist ja jemand so nett und lässt uns gewähren. Muss gar nicht. Muss gar niemand sein, wollte ich gerade sagen. So, jawohl. Ah, jetzt müssen wir hier links rum, ne? Ja. Wollte sagen, wir waren doch schon mal in München. So, hallo. Bisschen Gas.
beim Anfahren bin ich hier irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl, dass der Bus ein bisschen schwach auf der Brust ist. So, um aus dem Quark zu kommen, aus dem Stand, braucht der doch eine ganze Zeit. So. Hallo? Hallo? Genau, das meine ich. Aber dann, wenn er einmal Fahrt aufgenommen hat, läuft's. Jawohl! Dann wollen wir doch mal rausgehen und uns um die Fahrgäste kümmern, nicht wahr? Einloggen nicht vergessen, jawohl. Wohl schon viel zu lange her, dass ich zum letzten Mal hier war, was? So, der Herr, dann bitte sehr. Hallo, hier ist mein Ticket. Jawohl. Danke sehr. Bitte sehr. Hier, Kollege. Grüezi, bin ich hier richtig? Ja, grüezi, das danke sind sehr. Sie. Bitte sehr. Der Herr. Mahlzeit, bin ich hier richtig? Ajo. Dankeschön. Ah, bitte. Mahlzeit, bitte sehr. Ja, danke. Danke. Moin, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Das ist, jawohl. Oh, hallo? Hallo, Lady? Grüezi, bitte sehr. Ja, danke sehr. Vielen Dank. So, thanks. Grüezi, bin ich hier richtig? Nein, das nicht. Dann suche ich mal meinen richtigen Bus. Ja, das ist eine gute Idee. Servus, das Ticket. Bitte schön. Ja, danke schön. So sind wir ab und zu. Grüezi, bitte sehr. Ja, einmal nach Nürnberg. Bitte sehr. Der Herr, hallo. Hallo? Salut, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja. Cool. Und du? Vielleicht? Ich nehme dann den nächsten Bus. Nee, hier. Sag mal. Hallo? Grüezi, hier ist mein Ticket. Ah. Stadium? Ne. Dann suche ich mal meinen richtigen Bus. Ja. So. Hallo. Die Maus will irgendwie nicht so, wie ich will. So. Machen wir die Bude wieder dicht. Und ihr kennt das Spiel. Wir springen auf eine Minute vor Abfahrt. Jawohl, ja. So. Schalten die Ansage ein und schauen uns das Ganze nochmal hier von außen an. Jawohl, unser wunderschöner neuer Bus am Münchner ZOB. Wonderful. Snacks und Getränke, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber von unseren Tetra-Bussen steht bisher noch keiner da. Schade. Schaut auf unsere Facebook-Page vorbei, okay. Ah, cool, ja. Jetzt, gleich geht's, jawohl. So, jetzt geht's los. Jawohl, jawohl, jawohl. Wir sind up and away. Schön wär's. Hallo? Kann sagen, drehen die Reifen durch oder? Oder was hat er? So. Die Polizei. Wir werden ja wohl nicht gleich links müssen, oder? Ne. Wunderbar. So loben wir uns das. Nun, ach so. Verdammt. Hatten wir eigentlich vorhin die Klimaanlage eingeschaltet?
Nee, hatten wir nicht. So. Jawohl. Ja, wir können unsere Fahrgäste ja nicht erfrieren lassen. Wäre jetzt nicht so die beste Idee. So. Und dann schauen wir mal. Na gut, the next red light. You know how it is. Wunderbar. Läuft bei uns. Ne. Boah, Kollege, ey. So, wieso gibt es jetzt wieder kein Gas? Verstehe ich nicht. Wir ordnen uns dann auch schon mal wieder links ein. Jawohl. Bisschen früh, aber ihr seht ja, es ist eh nichts los. Morgens um 8:45 in München. Ja, wer will auch schon nach... So, Wir haben nichts gesagt. Da wollte ich die Parkbremse ziehen, aber die tat keinen Mucks. Naja, Glück gehabt. Doch, das hat wirklich... Es hat wirklich was. Und an diesem wunderschönen rötlichen Himmel dazu. Wonderful. Ist auch eigentlich ganz nett mit so ein bisschen Musik. Bisschen Musik dabei. Ja. Die uns die Wartezeit an der Ampel verkürzt. Ihr müsst mal sagen, oder könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob die Spielsounds, ob die laut genug sind oder ob ich die lauter machen soll. Ne, Vorschläge sind da immer gerne gesehen. So, dürfen wir denn jetzt hier auch mal irgendwann vielleicht? Wir wollen heute noch gerne. Danke. Ist schon ein Akt, aus München rauszukommen. You know how it is. Diese roten Sterne, die irritieren. Man verwechselt sie gerne mit roten Ampeln. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist die rot, aber da hinten ist grün. Jetzt ist da hinten rot, aber jetzt ist hier grün. Ja. Oh, Nachrichten. Die Straßenwacht hat folgende Hinweise für uns. Auf der A9 Richtung Berlin zwischen München und Regensburg liegen Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Sag mal, Alter, das merkt man doch, wenn man was verliert. Und ja. Wir haben... Noch eine Meldung. Noch eine Meldung. Auf der A9 Richtung München zwischen Nürnberg und Regensburg. Vorsicht, es liegen Leichenteile, Reifenteile auf der Fahrbahn. Ja, da waren die berühmten Leichenteile wieder. So. Na gut. Wir bauen für Sina, was wird denn da wohl gebaut? Ah, toll. Jetzt stehen wir. Nee.
Ich krieg es nicht reingezoomt. Schade, müssen wir gleich mal beim Abbiegen schauen. Wir bauen für sie, irgendwas bauen die für uns. Keine Ahnung, was. Ihr könnt ja gleich mal Pause drücken, wenn ich da reinfahre. Erneuerung der Fahrbahn, okay. Bis Juli. 2014, 25, 35. Ja, okay. Das ist, Oh nein. Wo fahren wir eigentlich gerade hin? Kann mir das mal jemand erzählen? Oh, Tetra Gamer, wo fährst du wieder? Nur weil ich das Schild lesen wollte. Sind wir zu früh abgebogen. Na ja gut, halb so wild. Kriegen wir schon hin. Wer doch gelacht. Oh. Ja, Entschuldigung. Irgendwie. Hoffentlich kommt jetzt keiner. So wird da nie was. Naja. So, keiner hat's gemerkt. Die Fahrgäste wundern sich nur. Ja, es ist die kleine kostenlose Stadtrundfahrt, die es oben drauf gibt. Ja, wir sind noch nicht mal aus München raus. Oh, Meier. Naja, gut. Naja gut. Oh. Und die nächste. Ja. So ist das manchmal. Was man nicht im Kopf hat, hat man halt im Lenkrad. Oder im Gaspedal, je nachdem. Irgendwie macht das gute Laune. Also der Song jetzt. Nicht, dass wir uns verfahren. So, dürfen wir dann... Ja, danke. Juhu. Sind wir tatsächlich... Oh. Aber er... Ich wollte gerade sagen, aber er fährt noch rüber. Ne, ist klar. Ja, mach mal. Wir sind vernünftig und fahren vorschriftsmäßig. Also manchmal. So. Aha. Da dürften wir dann jetzt auch irgendwann. Ja. Wir dürfen. So, hier waren wir dann auch schon mal. Ja, dann haben wir auf jeden Fall gesehen, wo gebaut wird, nicht wahr? Haben uns das besonders gut angeschaut. So, lalalala. Ja, hier ist noch ein kleines Verkehrschaos, wie wir sehen. Das soll uns aber weiter nicht stören. Wir fahren gemütlich Richtung Nürnberg weiter. Ich dachte, nimmst du eine halbwegs kurze Strecke. Kannst in einer Folge fahren. Hm. Denkste. Das war jetzt ein Plan, der nicht ganz aufgeht. Das werden wohl zwei Folgen. Ist aber nicht schlimm. So.
Tanken müssen wir nicht. Unser Tank ist voll. Das ist schade, dass der Tankstände nicht speichert. Das wäre dann auch nochmal so eine kleine Herausforderung. Aber wer weiß. Das kann ja alles noch kommen. Ja, wir sind ein bisschen zu schnell. Nee, wir haben ein bisschen Zeit rauszuholen. Das ist der einzige Grund. Ja. Jetzt müssen wir eh wieder links. Also können wir rollen lassen. Obwohl, nee, da ist gerade grün. Die grüne Welle würde ich gerne noch mitnehmen. Oder kriegen wir das nicht hin? Verdammt. Ja, komm, den nehmen wir noch mit. Hat keiner gemerkt. Ups. Alles verschüttet. Danke. Ja, bitte. Gehört zum Special Service. Wenn das mal nicht knapp war, dann weiß ich es auch nicht. Schön. Haben wir es wenigstens schon mal auf die Autobahn geschafft. Immerhin das. So. Jawohl, wow. Man kann sagen, jawohl ja, aber nee. Jawohl ja, und wir hängen in der Leitplanke. Das lassen wir mal schön bleiben. Gibt wieder Gemecker. Wir können schon froh sein, dass der Bus kein Schadensmodell hat. Wir kämen nicht sehr weit. Und was kriegt der hier? Dann nehmen wir mal die mittlere Spur. Jawohl. Ja, ein wirklich schöner Wintertag, den wir hier heute erwischt haben. Mäßiger Verkehr, aber eigentlich wenig Verkehr. Geht hier ziemlich ruhig zur Sache. So kann es gerne weitergehen, aber was sehen wir da vorne? Sind da die Leichenteile? Weil wir sind ja jetzt auf der A9. Vorsicht, Schnee. Ja, okay. Das kann man tatsächlich sehen. Ja, wunderbar. Aha, da hinten. Vorsicht, Achtung, Verkehrsbehinderung oder was? Nee, das war Handy, sorry. Macht's nicht besser, ne? Ich weiß. Ja, da bin ich mal gespannt. Was hat dieses Achtung zu bedeuten? Es nähert sich langsamen Schrittes. Badum, badum. Hörte sich im ersten Moment so an, als wäre uns ein Reifen geplatzt. Aber dem ist wohl nicht so.
So, Achtung, jetzt. Hä? Ja. Nix. Okay. Ein Warndreieck, aber da war nichts. Na gut. Na gut, na gut. Sorry. Ja, Leute, ich würde sagen, das war jetzt überraschend. Also überraschend, dass nichts kam. Das soll es aber für diese Folge dann erst einmal gewesen sein. Und wie wir dann am Christkindlmarkt ankommen oder ob wir überhaupt dort ankommen, sehen wir voraussichtlich in der nächsten Folge. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, Leute, haltet die Ohren steif, habt eine geile Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Tetragamer Marcel. Ciao, Leute.